Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich komme gerade von der Arbeit und ich sage das relativ oft in letzter Zeit, aber es stimmt auch meistens wirklich. Von der Arbeit heimgekommen, liegt hier ein sehr, sehr schönes Paket bereit und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das packen wir jetzt zusammen aus. Deswegen schauen wir uns das liebe Paket doch einfach mal an. So, und hier seht ihr auch schon das gute Stück. Ein schönes, schönes, fettes Paket von der Shanti GmbH. Und die Shanti GmbH hat ein paar sehr, sehr interessante Produkte. Und ich denke, ihr seht es auch schon. Ein bisschen Kokain ist auch dabei, ne? Nein, Spaß. Ein bisschen Saubermacher. Habe ich in der Tat noch nie probiert. Werde ich auf jeden Fall mal testen demnächst. Die Shanti GmbH hat zwei interessante, oder die zwei interessantesten Marken für mich auf jeden Fall sind. Mataleon. Die produzieren Pfeifen und Vidavi, den Tabak aus dem Hause Shanti. Ihr seht es schon, hier ist nicht nur eine schöne Mataleon drin. Ich habe außerdem noch Zauberwürfel im Paket drin und auch noch ein bisschen Vidavi. Deshalb schauen wir uns das jetzt mal alles an. Ich würde sagen, den Tabak sehen wir dann in einem gesonderten Review. Heute soll es aber um die Pfeife gehen. Wir drehen das Ganze einmal um. Und zwar ist das hier die Mataleon Last Legend Mani. So, abgesehen von der Pfeife ist hier auch noch drin eine Packung vom Dragonfruit, eine Packung von dem Goat. Den wollte ich auch unbedingt testen, musste ich mit dazu holen. Und natürlich noch der Mamacita, ein Nango Masion Fruit Tabak, wie es auf der Packung steht. Und noch einmal die Zauberwürfel, die wollte ich auch testen. Mal gucken, wie die 26er Kohlen aus diesem Zauberwürfelpäckchen so sind. Und damit sind wir durch, nur noch Verpackungsmaterial. Ja, und ich würde sagen, dann packen wir das Baby auch direkt mal aus, aber zuerst schauen wir uns noch mal die Verpackung von außen an. Wir sehen nämlich hier schon was, worüber wir gleich noch mehr hören werden. Kleine Perlen. Dachte ich erst, okay, warum sind da jetzt Perlen drauf? Aber dann dreht man die Verpackung um und dann sieht man hier als erstes, Mani bedeutet übersetzt Perle und genauso solltest du diese Shisha auch behandeln. Denn diese Perle bleibt für immer bei dir, selbst dann, wenn du mal keine Kohle haben solltest. Hoffentlich meine ich nur Shisha-Kohle. Darüber hinaus macht sie dir keine Kopfschmerzen und verlässt dich niemals. Und das solltest du auch niemals machen. Durch das eingebaute Closed Chamber System kann man mit dieser Shisha viel angenehmer rauchen und den abgestandenen Rauch vollständig aus der Shisha pusten. Mit dem Klicksystem spart man sich wertvolle Lebenszeit und Stress beim Auf- und Abschrauben der Shisha. Dazu kommt noch der üppige Lieferumfang. Wie soll man da noch Nein sagen? Das atemberaubende Design ist mit einer präzisen Verarbeitung und hoher Qualität so abgerundet, wie man es nur bei Mataleon Mani findet. Ob das Ganze auch auf die Pfeife zutrifft, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir machen den Karton auf und schauen uns mal an, was hier so drin ist. Auf jeden Fall erstmal ordentlich gepolstert. Okay, da hatte ich erstmal Angst, aber es geht oben auf. Ich zeige euch das einmal. Als ich das eben rausgehoben habe, hatte ich erst Angst, dass unten irgendwas rausfällt, aber das kann nicht rausfallen. Also alles gut. Das heißt, wir machen hier oben mal. Oh, okay, schön. Nett gemacht. Das ganze Styroporzeug schmeiße ich mal zur Seite. Ein süßer, kleiner Kohleteller, der echt schön aussieht. Schöne, bürstete Optik hier. Also, gefällt mir echt ganz gut. Ja, optisch auf jeden Fall schon mal schön. Mataleon-Logo ist noch mit drauf. Generell ist die Pfeife nicht so riesig, was mir ganz gut gefällt. Ihr wisst ja, ich stehe gar nicht auf so riesig große Pfeifen. Deswegen ist das für mich echt nicht verkehrt. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Es ist sogar ein kleiner One-Smoke-Aufsatz mit dabei. Ne? Also das hier ist so ein kleiner Aufsatz, den man auf seinen Kopf packen kann. Hier kommt eine Kohle rein, dieses Ding kommt dann wieder oben drauf und dann könnt ihr schon losrauchen. Finde ich ziemlich cool, wusste ich gar nicht, dass das dabei ist. Aber umso besser, wenn es dabei ist, würde ich sagen. So, wir schauen mal weiter. Hier haben wir auch noch einen Steinkopf. Auch sehr interessant, dass schon Steinkopf dabei ist. Ist definitiv viel, viel geiler als so ein billiger Tonkopf, wie der so oft mitgeliefert wird. Also das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Gefällt mir gut. Die Löcher sind jetzt nicht perfekt symmetrisch. Aber Leute, ganz ehrlich, solange der Durchzug passt, relativ unwichtig, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr cool, dass es dabei ist. Schauen wir mal, wie der Aufsatz hier drauf passt. Ja, optimal, würde ich sagen. Sitzt sehr, sehr gut hier an der Stelle. Ja, nice.
Generell würde ich wahrscheinlich eher nicht mit so einem Ding rauchen. Ich mag diese eine Kohlenaufsätze nicht so gerne in der Regel, aber vielleicht kann der mich ja auch vom Gegenteil überzeugen. Deswegen testen werde ich ihn auf jeden Fall mal. Wenn der schon hier so genial auf den Steinkopf draufpasst, dann probieren wir das auf jeden Fall mal aus. So, den Steinkopf erstmal beiseite. Nicht, dass da noch irgendwie was umfällt, rauffällt oder so. Eine kleine Schlauchfeder haben wir auch noch dabei. Sehr, sehr praktisch, damit euch der Schlauch nicht abknickt an der Pfeife. Das ist immer nice, wenn sowas dabei ist. So, hier haben wir noch den Kopfadapter bzw. den Schliffanschluss, der in die Rauchsäule reingeht. Dazwischen kommt dann gleich der Teller und dann wird das Ganze verschraubt. Aber Leute, um den Aufbau kümmern wir uns gleich noch. Also Gewinde laufen sehr, sehr gut. Klemmt nicht, kratzt nicht, macht keine komischen Geräusche. Sogar noch ein kleiner Dichtungsring mit dabei. Das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Wie gesagt, ich baue das gleich alles in Ruhe zusammen. Wir gucken erstmal, was wir noch so drin haben. Und zwar haben wir hier noch, den Schliffanschluss. Das sollte meiner Meinung nach ein 14-4er Schliff sein. 18-8er ist das nicht. 14-4er ist aber auch vollkommen okay. Und hier haben wir das Gegenstück. Das Teil kommt dann gleich an die Base. Aber wie gesagt, Aufbau gucken wir uns gleich nochmal an. Und das Ding kommt an den Schlauch. Auf der anderen Seite muss natürlich auch was dran sein. Und zwar haben wir hier ein kleines Entlüftungsventil mit Kugel schon drinne und wieder mit Dichtungsring. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, dass überall noch Dichtungsringe mit dabei sind. Die Gewinde sollte das natürlich sowieso abdichten. Aber mit so einem Dichtungsring ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich würde sagen, das Herzstück kommt auf jeden Fall zuletzt. Deswegen kümmern wir uns erstmal um die Sachen, die hier noch drumherum dabei sind. Und das wäre einmal dieses Stück hier. Und das ist die Rauchsäule, die mir echt gut gefällt. Also Verarbeitung auch sehr, sehr schön. Die Gewinde hier sehr, sehr gut gemacht. Absolut keine scharfen Kanten mit dabei. Super gut. Hier auch keinerlei Rückstände, keinerlei Makel drin. Der Schliff sieht sehr, sehr nice aus. Also gefällt mir echt gut vom ersten Eindruck. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze zusammenbauen lässt. So, was haben wir noch dabei, Leute? Ein Mundstück, ein schwarzes Feinliner-Mundstück. Man kennt sie schon. Nichts Besonderes, aber schlicht und einfach. Und ihr habt direkt was bei, womit ihr rauchen könnt. In dem letzten Tütchen in der Packung befindet sich nicht nur das Tauchrohr mit ab- und anschraubbarem Diffusor. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wollt ihr lieber ohne Diffusor rauchen oder wollt ihr mit Diffusor rauchen, so wie ich meistens. Ich mag eigentlich Diffusor ganz gerne. Da ist das Ganze so ein bisschen gleichmäßiger beim Ziehen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Also, könnt ihr euch aussuchen, könnt ihr dran oder auch abschrauben, wie ihr möchtet. Und das Letzte in der Tüte ist noch eine Standardzange. Um die Bowl drumherum haben wir dann auch noch einen schwarzen matten Schlauch mit dabei. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Ist halt ein Schlauch, ne? Aber mal gucken, ob er starken Eigengeruch hat. Na, so ein bisschen riecht er, aber auf jeden Fall nicht krass negativ. Da habe ich auf jeden Fall schon schlimmere Schläuche gerochen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil, der hier noch drin ist. Und ich würde sagen, fast dem interessantesten Teil. Boah, die ist mega süß. Oh mein Gott, das ist echt ultra niedlich. Oh, sie hat sogar kleine Noppen unten, dass man die schön auf den Tisch stellen kann. Oh, okay, wow. Ich glaube, ich schmeiße lieber den Tisch fast. Ich schmeiße hier fast eher den Tisch um. Da ist noch die Base. Ah, Klickverschluss, mega geil. Closed Chamber unten dran, auch sehr, sehr gut. Sieht top aus, ist auch richtig schwer. Also ist auf jeden Fall ein wertiger Edelstahl, der hier am Start ist. Und sieht einfach ultra gut aus. Schauen wir mal, wie das Ganze geklebt ist hier. Das sieht auf jeden Fall auch tipptopp aus. Keine Rückstände, kein überschüssiger Kleber hier außen dran. Also sehr, sehr nice. Das mit dem Klickverschluss hier sieht auch sehr gut aus, ne? Also wenn ihr da nach innen guckt, hier drunter, sieht auch alles sehr, sehr schön aus. Sehr gut gemacht, sehr gut verarbeitet. Also diese Cuts sind echt schön, ne? Wenn ich euch das jetzt nochmal hier vor dem Licht zeige, schaut euch das mal an, wie wunderschön das Ganze hier spiegelt. Ultra hübsch. Also das holt mich schon ab. Und Leute, wie gesagt, ich mag so kleine Pfeifen eh viel lieber als so riesige Trümmer. Ich rauche eh meistens alleine. Also das ultra gut. Ich würde sagen, genug vom Unboxing. Der Karton ist leer, bis auf ein bisschen Styropor. Wir kommen als nächstes mal zum Aufbau. Beim Aufbau der Pfeife schnappe ich mir meistens als erstes die Base, in die ich dann die Rauchsäule reinschraube. Sprich einmal hier an dem Gewinde ansetzen. Und dann drehen. Sehr, sehr easy getroffen. Geht sehr, sehr easy rein. Läuft gut und durch den Dichtungsring. Auch ein echt schöner Abschluss. Und sitzt trotzdem sehr, sehr bündig hier dran. Also ihr habt keine Lücke jetzt hier drin, nur weil ihr einen Dichtungsring oder sowas habt. So, auf die andere Seite
kommt dann dieses Stück hier, das sogenannte Tauchrohr. Das schraubt ihr hier unten fest. Auch easy getroffen, easy zu verschrauben. So sieht das aus, was wir bis jetzt haben. Als nächstes würde ich hier draußen den Schlauchanschluss anschrauben. Na, der kommt an eine Seite. Ist eigentlich egal, welche Seite, die sollten beide gleich groß sein. Und auf die andere Seite kommt dann dieses Teil hier, das Entlüftungsventil, in dem schon die Kugel drin ist. Na, da habe ich mal eine Sekunde gebraucht, bis ich den Ansatz gefunden habe, aber sobald man da dran ist, läuft wunderbar. Sitzt auch echt gut fest, also passt. Gefällt mir ziemlich gut. Der Schliffanschluss kommt auf dieser Seite hier an den Schlauch, sodass ihr das dann mit dem Schlauch hier reinstecken könnt. Ne? Und dann hängt hier praktisch jetzt euer Schlauch. Das müssen wir gleich noch zusammenbauen. Ich würde sagen, wir setzen erstmal dieses Teil hier auf die Bowl. Da das Ganze ja ein Klicksystem ist, könnt ihr erstmal hier aufliegen. Wenn wir aber ein bisschen drehen, so, dann versenkt sich das. Und dann müssen wir einmal ein bisschen drücken. Und einmal ein bisschen drehen und dann ist das Ganze fest. Und dann sitzt die Bowl hier schön mit drauf und schließt auch bündig ab. Sehr, sehr nice. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und als letztes schnappen wir uns noch diese Teile hier. Einmal den Kopfanschluss, auf den noch die Dichtung kommt. Der wird dann von dieser Seite hier einfach da reingelegt. Und dann das Gegenstück mit dem Schliff einmal hier verschraubt. Dieser Part kann dann hier oben einfach auf die Pfeife gesetzt werden. Zack. Und sitzt dann schön fest und dann wackelt. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Aufbau von dieser sehr, sehr schönen, sehr süßen kleinen Pfeife. So, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Unboxing und dem Aufbau zu der Mani von Mataleon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte vielleicht manchen noch ein bisschen mit dem Aufbaupart helfen. Ansonsten seid gespannt. Bald wird auf jeden Fall das Review zu der Pfeife kommen. Das dauert allerdings immer ein bisschen. Ich will die Pfeife wirklich kennen, wenn ich euch erzähle, wie die sind. Und außerdem wird natürlich die Pfeife das ein oder andere Mal in ein paar Videos sein und natürlich bestimmt noch in den Livestreams. Also, wenn ihr Bock auf die Pfeife habt und auf mehr Content von mir, dann lasst auf jeden Fall noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.